Habe die Ehre, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen LS22 Single Let's Play hier auf der Niedersachsen22. Wenn euch das Video gefällt, lasst mal ein Like und ein Abo da, schreibt mal euer Feedback in die Kommentare und natürlich schaut wie immer lieben gerne unten in der Videobeschreibung vorbei. So, es kam endlich der Lohnunternehmer mit seiner Kühlweibgasse, beziehungsweise die haben wir geholt bei ihm. Und er kam mit dem Fendt Katana 850 und ich muss leider sagen, nein. Also diesen Häcksler werden wir nicht in Erwägung ziehen zu kaufen, wenn wir uns selber einen Häcksler kaufen, sondern ja, alles andere, aber nicht den Fendt Katana. Ich werde auch den Curseplay-Kurs nicht speichern und übernehmen, sondern wir werden den einfach, ja, ich sag mal, sein lassen, beziehungsweise ja, wir werden den neu machen, weil es kann ja sein, dass wir einen Häcksler bekommen mit einem kleineren Vorsatz, bringt man dann nichts mehr in den CP-Kurs ab mit einem 9-Meter Tisch. Na, das ist halt dann, das bringt man ja dann nichts. So, ja, wir müssen jetzt überladen, weil ich sehe jetzt nicht ein, hier extra stehen zu bleiben, wegen ein bisschen was. Natürlich ist jetzt wichtig, dass wir, ich sag mal, möglichst wenig verlieren an Masse. Aber, ja. Naja, mir geht es ja darum, dass wir genau. Genau, um das ging es mir, dass wir hier diese Bahn schaffen. So, wie das Ganze kommt, ist ganz einfach. Das gibt es durch ein Skript vom lieben Modelleicher. Von dem her, ja. Und ich muss sagen, das Skript ist in meinen Augen Gold wert. Oh, ja, geil. Wir gucken uns mal kurz die Ertragskriterien bis jetzt an. Und die sieht gut aus, ehrlich gesagt. Jetzt würde mich aber mal interessieren, habe ich 50 Stellung an oder aus? Ange. Ja, okay. Naja. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen jetzt zum Hof. Wie gesagt, diesen Fendt Katana möchte ich gar nicht wieder am Hof sehen, weil es ist ja eigentlich eine Krankheit. Ne? Da eine Stelle, da wo er Gas geben kann und dann gleich wieder. Also, das ist in meinen Augen nix. Deswegen wird der nicht mehr zum auf den Hof kommen. Also, wenn, dann werden wir wirklich einen John Deere werden wir nochmal probieren. Wir werden einen Klaas müssen wir, werden wir noch probieren. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich ein 69er werden, weil ein 99er wäre doch ein bisschen sehr groß. Und ich muss sagen, mir reicht im Endeffekt, würde mir eigentlich Schneiwerk für Mais mit 7,50 Meter reichen. Für mich persönlich würde das voll und ganz ausreichen. Aber gut, wir müssen mal schauen, wie es im Endeffekt dann läuft. So, fahren wir gleich mit dem zum Hof. Dann an die Göwald dran, dann fangen wir mal das Abkippen an. Und dann müssen wir halt den holen. Wobei ich glaube, wir brauchen nur noch einen Anhänger. Ich denke mal, da werden wir mit dem herkommen, weil der ja doch ein bisschen größer ist. Und den Johnny können wir dann oben am Hof stehen lassen. Dann müssen wir natürlich anfangen, die Felder herzurichten langsam. Boah, haben wir jetzt gestreut? Nö. Das wäre es jetzt doch, Alter. Dann müssen wir langsam, aber sicher anfangen, die Felder für die Aussaat herzurichten, ne? Wir müssen nach dem Mais müssen wir Weizen anbauen. Dann, wir haben ein Zuckerrübenfeld, was abgeendet werden muss. Sobald wie es geht. Da kommt dann die Gerste drauf. So, dann müssen wir noch die beiden Felder herrichten. Wir müssen die beiden Felder Roggen herrichten. Die müssen wir aber in dem Monat jetzt noch machen. Also noch im September muss das hergerichtet werden. Und dann
Ja, dann haben wir nochmal irgendwann einen Grünlandschnitt mit dabei, den wir komplett mit dem Ladewagen einsilieren oder, wenn es klappt, sogar mit dem Häcksler einfahren. Da bin ich noch am Schauen, wie wir es machen. Gut, dann müsste halt dann Cursplay mähen, aber das ist jetzt auch kein Beinbruch. Mein Cursplay mäht, wir und Autodrive fahren ab, also ja. Würde ja soweit relativ gut funktionieren. Ja, aber wie gesagt, wir müssen jetzt noch, also ich glaube, bei GPS hatten wir einen Johnny. Wir werden jetzt dann nochmal einen Krone probieren. Also einen Krone will ich noch probieren und ich will im Frühjahr, wenn es geht, noch einen Glas probieren. Da kommt es halt jetzt dann drauf an, ob wir den Roggen abmähen können oder nicht mit dem Mähwerk. Sollten wir den mit dem Mähwerk mähen können, werden wir natürlich den mit einer Pickup uns ausleihen. Sollte das nicht funktionieren, müssen wir uns was überlegen. Wenn nicht, muss ich mich doch mal hinsetzen und muss mal vielleicht den Grünroggen einbauen. Die Pflanze Grünroggen mit ins Spiel bringen. Aber schauen wir mal. So, hier steht die Göwal. Wir haben diesmal nicht die LT Master, wir haben die Vario Master. Also ich habe jetzt mal die Vario Master geholt. Einfach aus dem Grund, weil ich sag, ich will jetzt nicht schon wieder hier überall Meter 25er Ballen rumfliegen haben, sondern ich will wirklich die Meter 35er haben. Und von dem her habe ich gesagt, hole ich mir die Vario Master, weil die gibt halt wirklich aus bis 1,50 Meter Ballen. So, das Ganze, ja, seht ihr hier, 1,50 Meter Ballen, werden auch gewickelt. Wir werfen die ganze Anlage mal an. Und laden schon mal ab. Ja, der füttert gerade den Ballen raus. Das ist gut. So. Jetzt bauen wir noch einen Traktor. Dazu nehmen wir den Ferguson mit unserem Autoload-Anhänger. Denn wir werden die Ballen erstmal im Autoload-Anhänger aufladen. Somit können wir bei Bedarf gleich weiterfahren. Müssen nicht extra aufpassen. Ne? So, da. Wo steht er denn, der Anhänger? Da steht er. Wie steht er da? Genau so steht er da. Sehr schön. Müssen wir halt schnell einen Ferguson unter vier nehmen. Ist ja kein Beinbruch. Oder doch? Nein, das ist nicht. So, Ladegut haben wir diesmal Rundballen. Genau. Meter 50er Rundballen. Weil das Problem ist, sobald da ein Ballen liegt, sagt der genau das, was er jetzt macht. Praktisch ungefähr, da ist kein Platz mehr. So, das Schöne ist, wir stellen uns jetzt hier hin, drücken auf die Taste R und er belädt die ganze Zeit und tut und macht und kann und tut. So, und wir machen uns jetzt auf den Weg und holen den Johnny nach Hause. Na, ja, Häcksler ist hier oben, bis hier vor. Ja, theoretisch müsste der Ding reichen. Der Ladewagen nochmal. Ja, ihr seht schon, auch den Anhänger haben wir ein bisschen überladen. Also wir haben über 100% beladen, haben keine Überladung an sich, was toll ist. Aber ja, wir müssen mal schauen. Es wird sich sowieso einiges jetzt noch am Hof verändern. Klar, der Häcksler geht zurück, das ist kein Thema, das ist kein Beinbruch. Eventuell werden wir unseren Brandner Kipper verkaufen. Warum? Das Ganze ist ganz einfach. Ich möchte einen HKL kaufen, einen großen, also Tridem. Und mit Kippaufbau, also mit Kipper, ich sag mal mit der Agrarbox zum Beispiel, einmal damit und einmal mit Gülletankaufbau als Güllezubringer. Weil wir werden wahrscheinlich jetzt in Zukunft irgendwann Felder bekommen, die weiter weg liegen. Das heißt, ich brauche nicht nur einen Fahrer, ich brauche zwei Fahrer. Ein neues Güllefass ist auch schon im Gespräch, aber wir müssen jetzt erstmal gucken, Kohle bekommen, wir müssen den Fendt austauschen, wir müssen den
Ja, eventuell wird der Ferguson demnächst mal getauscht, wenn es irgendwann soweit ist. Das alles sind aber so Zukunftsthemen. Ne? Ich wollte nur schon mal so ungefähr anreizen, was alles sich ändern kann in nächster Zeit. Nicht muss, kann. So, wie gesagt, wir machen jetzt... also ich habe gesagt, ich will jetzt so einmal Vorgewende will ich machen. Und dann schauen wir mal, vielleicht können wir noch einmal durchstechen. Dass wir einmal in der Mitte noch durchhäckseln. Dann sind wir auf jeden Fall fertig. Weil dann haben wir nämlich somit, haben wir nämlich dann das Glück. Dann ist es auch für die Jäger leichter. Na, wegen den Tieren, wegen Wildschwein und sowas, ne? Klar, ich sage mal, für uns zum Anhäckseln dann, oder für einen neuen Häcksler ist es dann ein bisschen blöd halt, ne? Aber... ja, warten wir mal ab. Den können wir ja dann ab Spur 2 einstellen. Ja, den brauchen wir ja dann nicht die erste Bahn außen rumhäckseln lassen. Können wir ja Bahn 2 gleich nehmen. Also Spur Nummer 2. Wie gesagt, je nachdem, was für ein Vorsatz kommt. Müssen wir abwarten. Aber ich habe schon gesagt, also unter 7,50 Meter brauchen wir eigentlich gar nicht gehen, weil unter 7,50 Meter lohnt sich das Ganze nicht für uns. Das lohnt sich auch nicht. Unter 7,50 Meter. Weil, ja, das ist, ne? Da müssen wir halt jetzt dann mal gucken. So, da. Wir sind wieder da. Wie jetzt, der Ding ist schon leer. Tatsache. Tatsache. Das Ding ist leer. So, ich stelle ihn jetzt erstmal kurz beiseite. Halbmotor können wir laufen lassen. Ja. Jetzt parken wir mal einen Johnny davor. Ich finde das eigentlich ganz cool jetzt mit der Glühwahl. Dass wir das mit der Glühwahl jetzt machen. So haben wir wenigstens noch Platz in die Silos. Und... ja, es ist ja nicht so, dass ich das jetzt unbedingt bräuchte, das zu machen, weil wir haben im Silo noch einiges drin an Mais. Mir geht es einfach darum, A, das zu zeigen und B, sollten wir erst im späteren Oktober wirklich dazukommen, den Mais häckseln zu können, was blöd wäre, aber naja. Was hat denn der? Steht der so scheiße oder was? Oder hat sich jetzt der Kipppunkt zu stark verändert? Jetzt geht's. Der wird sie wahrscheinlich selber ausgehebelt haben. Naja, gut. So. Aber wir schnappen uns wieder den Fastag, fahren wieder raus zum Feld, häckseln weiter und... ja, ich denke mal, der Ladewagen, denke ich mal, wird noch voll werden. Und dann müsste es eigentlich gehen. Also wenn der, ich sag mal, wenn der Ladewagen nochmal voll ist, dann sind sie über 120 Kubikmeter. Sogar sogar über 130 dann schon. Oder vielleicht sogar noch mehr. Und ja. Meine Frage mit diesem Überladeskript ist nur, funktioniert das mit Autodrive? Das ist die Frage aller Fragen, weil wenn ihr mit Autodrive dann überlädt und überlädt und überlädt und überlädt, ne, und irgendwann läuft alles auf der Seite runter, was ja auch simuliert wird durch das Gipf, ja, dann haben wir ein Problem. Aber müssen wir mal schauen. So. Aber meine Lieben, wir sind schon wieder am Ende vom heutigen Video angekommen. Ich hoffe natürlich, wie immer, euch hat das Video gefallen. Like, Abo nicht vergessen, wenn es euch taugt hat. Und ich würde sagen, wir hören uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, wünsche was. Haut's rein, wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.